Hallihallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Bioshock der Remastered Edition. Ja, wir sind jetzt hier oben. Wir wollen jetzt zu diesem, wie heißt er denn gleich? Sander Cohen, genau, zum Herrn Cohen wollen wir auf jeden Fall. Der war jetzt hier oben, das fand er aber nicht so prickelnd, dass wir da oben waren, also gehen wir mal wieder runter. So, hier waren wir schon. Das ist jetzt hier eine lustige Tür, da passiert auch noch nichts. Und hier ist ein Aufzug, aber, aha, guck mal. Hier kann man Aufzug rufen. Echt jetzt? Ach so, ist ja schon abgeschlossen. Okay. Ach, Leute. Was soll ich nur mit euch machen? Kommt ihr hier angerannt und wollt hier einen auf Stress machen? Mann, Mann, Mann. Tschüss. Jetzt seht ihr mich sowieso nicht. Was? Warum nicht? Du hast mich ja nicht reingelassen. Was soll ich denn machen, Kollege? Was? Ruhe? Warum? Ich rede, wenn ich will. Wenn ja, klappert's wohl. Ah, siehst du? Bin ich doch richtig. So, jetzt ganz ruhig. Warte. Junger Fitzpatrick. Tja, wir setzen uns mal hin, wir gucken mal. Na, ich muss näher ran. Nein, nein! Cohen, du krankes Arschloch, lass mich hier raus! Komm jetzt runter, kleine Motte. Die Würde des Künstlers ist, es einzufangen. Sieh dir den jungen Fitzpatrick hier auf der Bühne an. Nimm deine Kamera, fotografiere ihn so, wie er jetzt ist. So will ich ihn in Erinnerung behalten. Auf was wartest du? Fitzpatrick kann die Pose doch nicht ewig halten! So, gefällt's dir? Jetzt hast du Fitzpatrick im Augenblick seines Ruhmes erwischt. Mir scheint, du hast das Auge eines Hobbyfotografen, kleine Motte. Nein, Meister. Jetzt komm zur Vorhalle und tu sein Foto in mein Meisterwerk. Und damit hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Ich bin kein Hobbyfotograf, bin ein Meisterfotograf. Ja, also. Na, mal sehen, vielleicht komme ich ja doch irgendwo noch da hoch. Mal sehen. Kann ich den hier erstmal looten? Nö. Auch zu schön gewesen, ne? So, okay. Nee, will ich jetzt noch nicht vergeuden. Wir gucken mal rum. So, was haben wir hier noch? Nö. Sieht aber ganz schön furchtbar aus. Könnte schon mal jemand aufräumen hier wieder, ne? Aber macht ja wieder keiner. Da kommt man hier runter. Weißt du, Besuch nach so vielen Jahren oder zumindest einem Jahr.
mal wieder Besuch und dann sieht's hier aus wie sonst wie. Ist doch furchtbar. Warum kümmert sich da mal keiner drum? Ich verstehe das nicht. War ja wieder klar. Alarmexpert von Hexsmart entschärft Sicherheitssysteme mit Hilfe der elektrochemischen Zusammensetzung ihres Körpers. Probieren Sie es noch heute. 2 Alarmplatten weniger. Oh, nee. Was für eine herausragende athletische Leistung. So habe ich sie gefunden. Lass mich in Ruhe. Ja, zeig mich an. Ach nee, Leute. Wann lernt ihr es endlich? So, okay. Gut, gut, gut. Was ist los? Ist hier noch einer? So, warte mal, hier habe ich doch... Nee, den habe ich da. Ja, genau. Okay, gut, also gibt es hier wahrscheinlich nichts mehr. Gucken wir nochmal hier unten rum. Ah, was denn hier? Doch, was haben wir denn da? So. Okay. Pardon? Okay, gibt's nicht. Gut. So. Machen wir so, machen wir so, machen wir so und dann passt das. So, jetzt haben wir hier 2 für uns. Tada. Und schon wieder was hacken. Also wenn hacken, dann eigentlich immer sofort auf einmal alles, ne? Sehe schon. Müssen wir da lang, dann müssen wir da lang, da lang. Da lang. Und so. Gut. Hat er nichts Neues gefunden. Also manchmal ist die Deep-Funktion schon sehr interessant, dass man nochmal suchen kann. Aber häufig bringt es auch gar nichts. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich weiß, warum du gekommen bist, kleine Motte. Du hast
ist deine eigene Leinwand. Eine, die du mit dem Blut eines Mannes bemalen wirst, den ich einst liebte. Ja, ich werde dich zu Ryan schicken. Doch vorher musst du Teil meines Meisterwerkes werden. Geh in die Vorhalle. Beeile dich. Meine Muse ist ein wankelmütiges Miststück, das ich nicht lange konzentrieren kann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt da hingehen sollte. Oder eher nochmal oben zu ihm ins... Also eher nochmal oben zu ihm würde ich gerne gehen. Nicht, dass wir da dann nicht mehr hinkommen, weil hinter uns wieder irgendwas einstürzt oder irgend so ein Kram, aber... Gut, kommen wir nicht. Alles klar. Hab's ja schon verstanden. Wahrscheinlich müssen wir uns erst sein Vertrauen erarbeiten, indem wir jetzt dort runtergehen. Also, wir gehen da runter. Siehst du's? Wenn ich zu Staub geworden bin, werden sie darauf zeigen. Mein Quadrichon, mein Meisterwerk. Mach schon, hab keine Angst. Berühre es. Ich sag doch, es sind einfach nur kranke Leute hier die ganze Zeit. Ja, das ist Fitzpatrick. Von all seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, Kleinmotte. Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Okay, gut. Er will jetzt also, dass wir verschiedene Leute töten. Alles klar. Sag doch, kranker Typ. Aber damit können ja jetzt nicht die Leute hier gemeint sein, oder? Moment, so, wir gehen mal geradeaus. Gibt noch ein paar Türen, wo wir einfach noch nicht drin waren. Plaza steht dir jetzt offen. Aha. Kleine Motte. Alles klar. Wenn ich hüpfe, komme ich nie vom Boden weg. Das ist mein Fluch.
meine ewige Verdammnis. Ich will die Ohren abnehmen, doch ich kann nicht. Das ist mein Fluch, mein verdammter Fluch. Ich will die Ohren abnehmen. Bitte, nimm sie ab. Bitte. Danke. So. Also, Poseidon, hat er gesagt. So, haben wir hier irgendwo mal einen Wegweiser? Hat Ihnen jemals jemand ein Geschenk wie Sander Koch? Matches mit Mr. Mutti-Kraft präsentieren Songs voller Liebe, voller Freude, voller Leidenschaft. Kaufen Sie Why Even Ask. Ja, Poseidon Plaza. Aber noch hier lang. Hier waren wir ja schon mal, aber da kamen wir ja noch nicht rein hier unten. Genau. Ich kann deinen Atem sehen. Natürlich kannst du meinen Atem sehen. Der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Können wir kostenlos Poppelder machen? Nein, ich will doch nicht den Spider-Splicer haben. Hier, den Nitro. Genau, der soll bloß noch ein bisschen Leute mit drauf haben. So, das ist ein Spider. Das ist natürlich ein interessantes Ding, ne? Also klingt zumindest erstmal lustig. Leute gefrieren lassen, wenn wir sie mit dem Schraubenschlüssel schlagen, aber meistens, wenn wir sie mit dem Schraubenschlüssel schlagen, sind sie tot. Durch den hier. Von daher müssen wir mal gucken, ob wir das jemals einsetzen. Noch eine Armbrust. Also ja, gut. Ne? So, Enzymproben. Also nochmal Enzymproben. Mhm. Hier ist nichts mehr, ne? Genau. Kiste mit Granaten. Thank you.
Ist das gut, dass wir jetzt hier hinten sind und uns das näher angucken? Na komm, wo bist du? Ich hab sie nicht angefasst! Ja, aber ich hab sie angefasst. Noch mehr Spider-Splicer. Endlich mal wieder was Sinnvolles. Hast du jetzt mit mir geredet? Das ist meine Rolle! Hallo! Bei dir ist nichts mehr, ne? Oder? Au! Oh doch, das ist ja jetzt ein Bouncer und keine Rosie mehr. Stimmt. Da müssen wir jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil der Bouncer hat ja jetzt nicht die gleiche Verwundbarkeit wie die Rosie. Schade, ich dachte, er geht jetzt dorthin, weil ich will jetzt eigentlich schon die Little Sister haben. Na gut, vielleicht klopft er ja hier an. Panzerbrecher. Mal sehen, was als nächstes bei einer Little Sister noch als Bonus rauskommt. Oh. Ne, schaffen wir nicht mehr. Oh. So, und weg. Es ist besser so für dich, Mädel. Komm her, Kleine. Die Kleine hat sich jemanden, um den sie sich scharen konnten. Na komm. Außer mir. Und ich bin ja nicht der Rede wert. Du gibst ihnen Hoffnung. Komm auf. Dafür bin ich dankbar. Ich werde dir etwas schicken, um dir unsere Dankbarkeit zu zeigen. Na komm. 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 Sehr gut. Mach's gut, Kleine. Mach's gut. Ich habe immer noch das Gefühl, ich sollte hier noch nicht rumwatscheln. Aber andererseits irgendwie schon.
guten Menschen von Rapture sind nicht hier, um uns Regierungsknechten dabei zuzusehen, wie wir Geschäfte schließen und deren Besitzer umbringen. Nicht mal solche üblen Schurken wie Fontaine. Aber er hat es sich selbst eingebaut. Anstatt es mit Fassung zu tragen, will der Wahnsinnige im Kugelhagel untergehen. Für wen hält er sich? Für John Wayne oder was? Wir können es noch in den Griff bekommen. Wir können es schaffen. Wir machen Folgendes. Wir suchen Fontaines Testament und sorgen dafür, dass sein Besitz denen zugutekommt, für die er bestimmt war. Er darf nicht in den Taschen derer landen, die ihn kalt gemacht haben, nämlich in unseren. Ach ja, Leute, Leute. Eure ganzen verkorksten Machenschaften, die ihr hier veranstaltet habt. Ein bisschen ein paar Dollar mitnehmen. Ansonsten gibt's hier nicht großartig was Sinnvolles, ne? Nein. Okay, naja, gut. Wenigstens was. Da gibt's auch nichts. Okay, gut. Dann haben wir wenigstens das. Müsste ich eigentlich mal noch hier gucken, ne? Wie wir dorthin kommen. Renn nicht so! Nein! Ah! Oh. Hängst du jetzt einfach hier oben in der Gegend rum? Irgendwo muss doch hier noch ein Kollege rumspringen. Oben anscheinend, hä? Ach du Scheibenhonig, was ist denn hier schon wieder los? Naja gut, was hier los ist, das werden wir wohl erst in der nächsten Folge sehen. For now, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.